Ein Gude und herzlich willkommen zurück zu Nomapheim. Ich bin der Typ mit dem Bart. Und so langsam geht's in die heiße Phase. In der letzten Folge habt ihr ja gesehen, wie ich den Altar gefunden habe, beziehungsweise schon relativ nah dran bin. Und ja, ich habe ihn mittlerweile auch gefunden und habe ihn entdeckt. Hab mich dann noch mit einem Ungetüm angelegt. Das war echt ein heißer Kampf, ich muss ganz ehrlich sagen. Das war sehr grenzwertig, ja, weil ich auch sehr unvorbereitet von dem Vieh, ja, nochmal angegangen bin, beziehungsweise ihr habt es ja gesehen, es hat sich ja, glaube ich, schon bewegt in der letzten Folge, ja, und ich wollte eigentlich Pfeile holen, Feuerpfeile, und bin nachher aber so durch den Wind gewesen und wusste eigentlich gar nicht mehr, was ich machen wollte, und bin wieder zurück und bin wieder komplett reingelatscht, ja, und ja, musste das Ding dann einfach so runterkloppen. War echt ein heißer Kampf und ich habe es gerade so überlebt. Also war schon spannend. Hätte ich euch gerne mit dabei gehabt. Ihr habt auf jeden Fall wieder jede Menge zu lachen gehabt. Aktuell rennt da immer noch eine Abomination rum. Ich glaube, Ungetüm heißt das, ja. Oder Missbildung oder wie auch immer. Ist ja auch egal. Flitzt da rum. Und ja, macht mir gerade so ein bisschen das Leben schwer. Das heißt, das müssen wir heute zusammen besiegen, nochmal platt machen. Und dann müsste man mal gucken, wie wir es dann weitermachen. Ich habe schon angefangen, den Bereich so ein bisschen einzuebnen rund um den Altar, sodass wir dann rumlaufen können. Und wenn alles gut geht, wenn es wirklich gut läuft, dann denke ich mal, dass wir in der nächsten Folge auf jeden Fall Bone Mass aka Knochenwanz platt hauen können. So, ja, das war es eigentlich schon. Gar nicht lange rumbabbeln nach einem kurzen Intro. Ihr wisst ja, geht's los. So, Freunde, ich bin noch mal in meiner Base, weil ich hier noch ein bisschen was holen wollte. Denn ich habe Futter gemacht und ich wollte gerade mal gucken. Ganz kurz zur Info. Ich habe noch hier den eisernen Streitkolben hergestellt. Ich habe jetzt noch die letzten Tage, ich habe glaube ich noch zwei Krypten leergeräumt mit Eisen, hab geschmolzen wie bescheuert, um meine komplette Rüstung hochzuzüchten, ja. Jetzt habe ich so ein bisschen, also ich brauche ein bisschen eure Hilfe, denn ich bin gerade aktuell am Überlegen, ob es sich lohnt, die Wurzelrüstung herzustellen. Also sicher wird es sich lohnen, aber die Frage stellt sich mir gerade komplett oder nur ein, zwei Teile, sodass ich zumindest den Giftschaden ohne Tränke überstehe. Und ich muss mal überlegen, beziehungsweise ich brauche da ein bisschen von euch den Input. Da fehlt mir so aktuell noch so der Wissensstand. Vielleicht könnt ihr mir ja dazu das gerne unter die Kommentare oder in die Kommentare mit reinschreiben, was ihr mir empfehlen würdet, was ich an Rüstung benötige, was wirklich Spaß macht. Ich werde den ganz normal bekämpfen, also nicht irgendwie mit Pfeil und Bogen von oben irgendwo behaken, nicht cheesen, sonst irgendwas cheaten oder whatever, ja. Ich habe eigentlich vor, den Knochenwanz wirklich ganz normal hier mit meinen Eisenkolben und mit dem Schild niederzustrecken und ich hoffe, das funktioniert. So, haben wir hier schon irgendwas drin? Nee, natürlich noch nicht. Ja, Getränke sind hier auch noch drin. Ja, ich brauche halt echt noch, mir fehlt halt noch Zeug, ne? Also das ist halt echt noch gerade alles am Garen. Und solange das halt da drin ist, kann ich so auch noch nichts machen. Aber wir können auf jeden Fall schon mal wieder rüber wackeln und können mal zusehen, dass wir das eine Ungetüm da irgendwie noch platt machen. So, ich habe nämlich jetzt auch Feuerpfeile geholt. Die habe ich hier eingesteckt, deswegen ist das gerade auch alles in meinen Taschen. Und dann wollen wir mal kurz zurück. Ich habe mich da drüben auch schon häuslich eingerichtet. Das war eigentlich ganz nice. Was habe ich denn hier noch drin? Ach, guck mal, hier ist auch noch Gold drin. Das ist immer so, das fliegt überall rum, das Zeug, ne? Du hast es irgendwie und dann schmeißt es in die Kiste und dann ist gut. So. Wollen wir mal rüberflitzen? Ja, hier bin ich. Ja, können wir gerade mal ein bisschen reparieren. Ja, also ich habe schon ein bisschen Zeug bekommen. Ich bin halt echt hart am Struggle, ne? Ich bin mir absolut nicht sicher, was sich lohnt und was nicht. Ich glaube noch nicht mal den Helm. Ach doch, die Wurzelmaske kann ich auch schon herstellen. Also auf das verbesserte Bogenschießen kann ich echt verzichten. Das macht mir erstmal gar nichts. Aber ich glaube, du hast ja hier mit der Rüstung, die ich trage, hast du ja diesen Geschwindigkeitsmalus, ne? Also ich brauche ja ein bisschen länger, ich bin ja ein bisschen behäbiger, ne? Und das könnte mir da halt echt schon ja, so ein bisschen in die Suppe spucken. Deswegen bin ich hier aktuell noch wirklich, ja, einfach im Überlegen, was Sinn macht, was nicht Sinn macht, wie viele Teile. Weil vom Gefühl her würde ich sagen, das Teil hier und den Wurzelbeinschlitz. Jetzt muss ich aber gerade überlegen, also minus zwei... Verstehe ich gerade nicht.
Ach so, ich habe aktuell minus 10 oder wie oder was oder was oder wie. Ach Leute, ich raff's nicht. Also das mit den Rüstungen ist mir manchmal, ich raff's einfach nicht. Ich habe mich da aber mit auch noch nie wirklich beschäftigt. Ich glaube, da sollte ich mal ein Video drüber machen und im Vorfeld mich wirklich mal ausführlich damit beschäftigen, sodass ich dann nicht immer wie doof dastehe. So. So, jetzt habe ich mir hier so ein bisschen mein Behelfsaufgang hier zurecht gemacht. Ja, hier komme ich hoch. Ich kann auch mal was zu essen reinschmeißen. Das ist, glaube ich, ganz gut, ne? Das macht, glaube ich, total Sinn. Hier was hin zu zimmern. So, hier ist mein Bettchen. Da können wir mal kurz so ein bisschen Futter abladen. So, ich wollte mir dann von hier noch ein Portal machen. Guck mal, Schmutzshake habe ich auch. Der kann auch mal dahin. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch mal mit. Denn ich würde heute gerne. Wie viel? Ach komm, das können wir eigentlich auch mal hier lassen. Ich glaube, das Schwert brauchen wir gerade nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich das ständig mit mir rumschleppe, ne? Die brauchen wir auch nicht. Die lassen wir auch mal hier. Den Hammer nehmen wir mit. Bogen. Wir können einmal Pfeile hier lassen. Wir müssen ja auch nicht so viel mit uns rumschleppen. So, Spitzhacke nehmen wir mal mit. Vielleicht brauchen wir sie. So, ich will das nämlich mal versuchen mit dem Signalfeuer. Das kann ich ja nämlich mittlerweile auch herstellen. Dazu brauchen wir Surtlingkerne, Edelholz, Kernholz. Das habe ich, glaube ich, alles hier schon in die Kiste gelegt. Das soll ja ganz gut funktionieren. Wir nehmen mal 10 Kernholz, 10, ich meine 10 Edelholz, 10 Kernholz nehmen wir mit. Jetzt habe ich gerade vergessen, wie viel ich davon brauche, ne? Wie viel brauche ich denn? Ich habe es nicht im Kopf. Ich habe es einfach, ganz einfach nicht im Kopf. Ach so, uralte Rinde brauchen wir auch nur 10. Komm, dann packen wir. So, hier nehmen wir 10 Stück mit. Dann sehen wir uns gleich am Friedhof wieder. So, auf jeden Fall. Wollen wir mal hier das Ding hier hinbauen? So, das kann hier bleiben. Das lassen wir auch mal hier. Ich weiß gar nicht, warum ich Karotten einstecke. Wieso habe ich Karotten? Also manchmal frage ich mich, was ist da in mich gefahren? Das stimmt mit mir nicht. So, genau. Ich hatte mir hier schon eine Brücke gebaut, weil hier jede Menge Geister rumgeschwirrt sind. Da war das ganz gut. Leider komme ich nicht darüber zu dem Baum. Es ist einfach nicht möglich und Stand jetzt habe ich da auch gar keinen Nerv, da noch weiter rumzufuschen und zu bauen und zu machen und zu tun. Deswegen sind wir eigentlich hier unterwegs. Mich hatte übrigens ein Zuschauer in der letzten, nach der letzten Folge angesprochen, ihr so mehr oder weniger getreu dem Motto, du Nasenbär, warum, weil ich ständig am Mosern gewesen bin, ey, keine Ausdauer, bla blub, ja. Weil er dann auch gefragt hat, warum benutzt du eigentlich permanent den Dings. Bums. Also ihr wisst schon. Den Shift-Button, damit ich renne. Ich bin es einfach gewohnt, weil wenn er hier so ganz normal läuft, mich ödet das total an. Dann habe ich das Gefühl, einfach hier immer komplett zu verkacken. So, da drüben ist ein Trauger. Bam, auf die 12. So, jetzt muss ich mal aufpassen. Wo der Kollege Krüppel rumspringt. Guck mal, hier haben wir noch einen Glibbersack. Den können wir doch auch gerade mal mitnehmen. Doch nicht damit. Hiermit. Ich komme nicht dran, ne? Scheiße. Scheiße. Guck mal, da drüben ist noch ein Skelett. Das können wir auch mal weg. Wegbomben da. Ja, danke. Oh, das hat sogar funktioniert. So. Wo ist denn bitte? Ich höre es doch schon. Man hört es leicht brummeln. Irgendwo rennt die hier rum, ne? Da drüben ist übrigens schon eine Base, die ich mir da so ein bisschen zurecht gemacht habe. Da könnt ihr es durchsehen. Also da so durch die Bäume da hinten. Ich glaube, ihr könnt es erkennen, da wo das Licht so ein bisschen scheint. Und da ist nämlich unmittelbar dahinter ist auch der Altar. Und da wollen wir uns dann so ein bisschen häuslich niederlassen. Da könnt ihr es sehen. Da ist der Altar. Genau da vorne. Hier das, was da so glitzert. Wo ist denn diese? Ich habe halt auch gar keinen Gifttrank einstecken, ne?
Ich bin echt wieder so geil vorbereitet. Wo ist es? Oh. Wo ist es? Die eine müssen wir halt echt noch platt machen, weil die mir hier echt auf den Keks, die kann ich hier nicht gebrauchen, ne? Sitzen du. Daneben. Ja, wenn du Schlägerei willst, musst du schon herkommen. Wo ist denn diese Doofe? Also ich muss sie ja platt machen, ne? Sonst habe ich hier keine Freude. Was ist denn das Scheißvieh? Da hinten ist er doch. Aha. Da hat sie sich breit gemacht. So, wo baue ich denn jetzt am besten das Signalfeuer hin? Eigentlich muss ich das Vier da irgendwie reinkiten, ne? Guck mal, der kommt da nämlich schon. Ich habe natürlich auch kein Holz mitgenommen, ne? Ach, ich bin echt so ein Hasenhirn. So, guck mal hier. Setzen wir mal hier hin. Und dann gucken wir, ob das klappt hier. Mal anditschen. Sag mal, wer klopft denn hier? Das ist doch bescheuertes Skelett, oder? So, wo ist denn jetzt das Dreckding hin? Komm her jetzt, Mann. Mach doch nicht so ein Fez. Also so schüchtern war der andere nicht, ja. Der hat sich da aber ganz böse mit mir angelegt. Ich aufpassen, dass ich nicht gleich reinrenne, ne? Hm? Okay, Kollege, du willst nicht? Oh, zu stabil, okay. Ach, komm jetzt, Mann. Also, ey, das ist doch echt. Alter, wo stampft er denn hin? So. Komm jetzt mit. So fett, kommst du durch oder was? Okay, also irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich eigentlich gedacht habe. Denn normalerweise habe ich gedacht, der wird mir jetzt verfolgen und wird er durchspazieren. Aber macht er nicht.
Der hat wohl mal definitiv Schiss vor dem Feuer. Ist ja auch egal, wie ich ihn platt mache. Hauptsache ich mache ihn platt. Wie es mich nervt. Irgendwie habe ich das falsch verstanden, oder? Ich glaube schon. Oh, jetzt habe ich kein Holz mehr. Jetzt, jetzt wird's doof. Guck mal, kann ich nicht eben hier? Habe ich denn jetzt hingebaut hier vorne, ne? Nein, du sollst doch nicht mit der Axt hauen. Mensch, hier so, guck mal da. Oh, jetzt, jetzt aber. Ah, jetzt hat er aber gerade einen abgekriegt, oder? Jetzt hat er sich da aber gerade eingefangen. Komm her jetzt. Wie man aber auch einfach nur mal so göttlich daneben knallen kann, ne? Jetzt aber. Ich glaube, der beschäftigt sich da einfach mit anderen, ne? Guck mal, da drüben ist noch ein Blubs. Aha. Jetzt kommen wir doch, oder wie, oder was? Da, guck, da steht er nämlich einfach drin. Oh, jetzt hat er es kaputt gemacht. So viel zu. Ah, jetzt ist er nämlich platt. So ein Ding ist das. Guckst du blöd? Sehr gut. Gab's noch. Oh, ne. Oh, da ist ein. Oh, oh. Schlundegel. Vor lauter. Oh, hier und oh, da. Schlundegel. Tittim. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, bin ich gleich im Arsch. Ich habe nämlich auch wieder nichts dabei. Das ist, das finde ich richtig gut, aber ich glaube, der tickt aus. Oh Mann. So, ich weiß nicht, inwiefern das. Kommt der einfach von hinten? Ah, ist schon wieder Nacht, ne? Ist natürlich völlig plemplem, hier nachts draußen rumzulaufen. Aber das habe ich mir ja so ausgesucht, ne? Naja, ihr seht es ja, auf jeden Fall ist da drüben, ist hier der Altar. Und ich hatte ja angefangen, ich muss echt aufpassen, dass ich mir jetzt hier nicht gleich noch die Megaschelle fange. So, können wir mal kurz am Feuer stehen bleiben. Ich kann, glaube ich, auch reingehen. Ich habe da eine Tür hier irgendwo reingebaut. Ja, genau, da ist sie doch. So. Genau. Der Plan ist dann nachher hier irgendwie noch so ein bisschen Teppich auszulegen, sodass ich dann hier quasi meinen Erholungsbonus habe und vielleicht brauche ich es auch einfach gar nicht, ne? So. Ich glaube, ein Portal hatte ich hier oben auch schon hingestellt, sodass ich mich dann von der anderen Base drüben direkt hierher teleportieren kann. Und wir können mal eben schauen. Ich glaube, jetzt habe ich mich wieder relativ gut gefangen, aber wir schmeißen gerade nochmal Essen nach. Sonst tut es nicht so weh. Monstrositäten-Trophäe, sehr geil, sehr geil. Ja, Freunde, also wie ich ja gerade schon gesagt habe, ne, ich brauche definitiv Input, was das Thema Rüstung angeht, wie ihr das machen würdet, ja. Und wie ist denn eure Meinung? Nur der Kampf mit eisernem Streitkolben? Passt es oder passt es nicht? Oder sagt ihr, weil ich. Die Wette ist ja gewesen, für all die es jetzt nicht wissen und sagen, ey, warum gehst du nicht zu Haldor? Ich weiß ja gar nicht, wo er ist, davon mal ganz abgesehen. Und ich hatte ja mit meiner Community gewettet, also mit euch, ja. Wenn ich es schaffe, Bone Mars platt zu machen, ohne dabei zu sterben einmal, bekomme ich von einem von euch den Tipp, wo ich Haldor finden kann. Und erst dann kann ich mir das Ymir-Fleisch holen und erst dann kann ich diesen, nicht den Frostner, sondern den anderen, den Eisenstreitkolben da irgendwie bauen. Also quasi der Nachfolger von dem hier, vom Hirsprecher.
Deswegen steht er mir jetzt für den aktuellen Kampf gar nicht zur Verfügung. Den einzigen, den ich halt nehmen kann, ist der Hiersprecher. Und damit kann ich dann auch die Mobs wegschleudern, wenn sie mir zu sehr auf den Sack gehen. Aber ich bin, wie ich gerade schon erwähnt habe, echt noch am Struggling hier wegen einfach... Welche Rüstung? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin mir absolut nicht sicher. Da hätte ich von euch tatsächlich gerne mal einen Tipp, was ihr davon haltet. So. Da drüben war mein Bettchen. Da ist noch so ein blöder Zorngeist. Zorngeister? Eisenpfeile, ne? So, also ich bin ja gerade dabei stehen geblieben, dass ich euch sagen wollte, dass ich hier schon angefangen habe, die ganze Fläche hier ein bisschen einzuebnen und zu machen und zu tun. Ja, damit ich dann hier nachher auch wirklich genug Platz habe, um gegen Dingens zu bestehen. Ja, hier, der Kollege hier, der Glibber Kollege. Ja, also in meiner Veggie-Challenge habe ich es ja tatsächlich so gemacht, dass ich hier rundherum das Ganze mit Steinen hochgezogen habe, das ganze Teil eingebaut habe, habe mich oben auf den Deckel gestellt, konnte sogar die Klamotten ausziehen und habe dann permanent mit dem Dings zugehauen, ne? Also mit dem Hiersprecher. Das hat wunderbar funktioniert, 2, 3 Hiersprecher eingesteckt, einer ist glaube ich nur kaputt gegangen und da war der auch relativ schnell platt, ohne dass ich irgendein Problem damit hatte, weil er permanent diesen Schaden gekriegt hat. Also hier, das wird diesmal echt jiggy, Leute. Ich sag's euch. So, wir können mal ein paar Düsteln mitnehmen, wenn die hier schon rumfliegen, rumstehen. So, ich würde dann hier die Gegend auch noch ein bisschen einebnen. Ich sagte einebnen. Ich will noch ein bisschen Holz hacken hier. Alter. Nimmst du jetzt die Schelle von mir? Oh, da drüben kommt ein ekelhafter Blobs. Wenn der mich erwischt, habe ich ein echtes Problem. Nee, ist gut. Beste Idee. Beste Idee ever, überhaupt da reinzuspringen, ne? So, komm hier rein. Zack. Tür zu. Regenerieren. Oh, ohne Giftschaden zu bekommen. Das war nice. Das kenne ich so von mir, aber auch anders. Ich muss es ja ganz ehrlich so sagen. So, Freunde der Volksmusik. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zu unserer Base. Ist natürlich immer geil, nachts im Dunkeln hier rumzumunkeln. Im Dunkeln. Aber ist Bone Mass empfindlich gegen Feuer? Nee, also macht gar keinen Sinn, da jetzt irgendwie zigtausend Signalfeuer, um die drumherum zu stellen. Der suppt die wahrscheinlich eh alle weg, ne? Wobei, die Signalfeuer, die bleiben doch eigentlich stehen, oder? Das wäre doch ein legitimer Versuch, das mal mit Signalfeuern zu probieren, weil die gehen ja nicht aus bei Kackwetter. Ich sag ja, ich brauche definitiv eine Meinung von euch dazu. Dazu will ich gar keine Meinung hören. Die wahrscheinlich auch vernichtend. Der da gerade so geröchelt? Ja, ne? Das war er, oder? Kein Platz mehr im Inventar. Sag mal. Ah ja, nachts, ne? Nachts im Wald. Ja, jetzt hat's natürlich reingehauen, ne? Nerviges Nerv. So. Dabei wollte ich doch eigentlich nur rüber in mein Bett. Eigentlich wollte ich nur mal mit. Ich müsste hier mal eine Brücke rüberbauen. Da habe ich leider noch nichts gemacht.
So, ich laufe jetzt übrigens komplett, ohne permanent die Shift-Taste gedrückt zu halten. Ja, jetzt wird's Tag. Jetzt, wo ich mich hinlegen könnte, wird es Tag. So. Luke zu. Ab durch die Mitte. Erstmal wieder zurück zur Base. Dann mal gucken, wie es mit den Tränken aussieht, ob die schon soweit sind. Schon die nächste Charge reinschmeißen können. Ah ja, da ist schon was fertig. War kein Platz im Inventar. Ich fange gleich an zu weinen. So. Sehr gesunder Met. Den haben wir schon mal. Da gibt es schon mal ein bisschen, was Besseres. So, wir brauchen jetzt aber erstmal Gifttränke. Geringe Ausdauer, Giftwiderstand. Zack, zack. Rein damit. So, dann können wir auch hier den Krempel wieder mitnehmen. Dum, 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 dum. Die Trophäe kommt hier rein. Da haben wir Blubse Scheiße, das kommt hier rein. Die Innereien kommen da rein. Gerade mal mit euch zusammen schnell aufräumen. Da kommt noch ein bisschen Holz rein. Ich wollte das alles mal sowieso hier rüber schaffen. Seht ihr, da habe ich nämlich auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, ein, zwei Teile herzustellen. Nee, ich glaube ein Teil, ne? Also ich glaube 10 war irgendwie brauchst du pro Stück. So. Wo ist denn? Ich weiß, da wo leer steht, da ist nichts drin. Ich weiß es. Ich habe es jetzt auch geschnallt. Da bin ich das letzte Mal schon irgendwie belächelt worden für. Ich verstehe das gar nicht. Wieso? So ist es halt, wenn Anfänger Valheim spielen. Aber hatte ich nicht irgendwo schon mal die Ketten reingelegt? Ach egal, dann packen wir sie hier rein. Können wir erstmal Sachen reparieren. Ich glaube, hier habe ich Ketten drin, ne? Nee, auch nicht. Dann habe ich die drüben, glaube ich, irgendwo. Ach, was weiß ich, wo ich die habe. Was weiß ich, wo ich scheiß Kette habe? Oha. So, lass doch mal kurz gucken. Nee, das mache ich drüben an dem anderen Handwerkstisch, ne? An dem normalen. Da habe ich die Wurzelküras, könnte ich mir jetzt rein theoretisch herstellen. Weil das habe ich nämlich alles. Das Ding können wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, ich muss noch mal gucken, ob ich noch mal eine Abomination finde. Naja, Freunde. Das war's für heute auch schon wieder und ich werde noch ein bisschen offline was machen und dann glaube ich, kriegen wir das auch hin, dass wir in der nächsten Folge uns tatsächlich mit Bomas anlegen. Je nachdem, wie schnell ihr auf dieses Video reagiert und dann in den Kommentaren was reinschreibt, was ihr zu dem Rüstungsthema sagt. Aber allerspätestens in der übernächsten Folge machen wir das. Ja? Also wenn nicht in der nächsten, dann in der übernächsten Folge, aber der wird dann jetzt demnächst wieder angegangen, weil die Sachen habe ich alle soweit. Tränke sind auch in Mache, mein Futter stimmt, die Eisenausrüstung, also Eisenrüstung habe ich komplett bis ans Maximum hochgezogen. Pfeile sind da. Ich glaube, ich werde mir noch einen zweiten Streitkolben machen oder noch einen zweiten Hirsprecher. Mal gucken. Ich muss noch überlegen, wie ich das Ganze gestalte. Aber dann sollten wir bestens dafür vorbereitet sein. Und ich habe total Bock drauf und ich will einfach raus aus dem scheiß Sumpf. Ich hasse dieses Sumpfbiom. Ich mag es einfach nicht. Permanent nasse Füße. Dir wächst schon der Moos. Die Pilze wachsen dir schon an den Ohren. Ja, Moos auf den Hacken ist einfach nur völliger Mist. So, ich glaube, ich habe euch jetzt genug vollgelabert. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen restlichen Samstag. Macht was Schönes. Bis demnächst. Tschö. Mitte.